Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute eine DM-Haul-Review für euch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir noch als heutige Videoaufgabe gerne mal in die Kommentare, welche Produkte von DM ihr zuletzt sehr gut oder sehr schlecht fandet. Da können wir uns sehr gerne mal in den Kommentaren austauschen und ich starte jetzt mit meiner Review. Als erstes habe ich hier ein Produkt für die Haare, was ich wirklich ganz gerne mag. Das ist von Schauma die Repair & Pflege Reparatur Sprühpflege mit Kokosextrakt. Die ist für strapaziertes und trockenes Haar geeignet und hat eigentlich so zwei Phasen, aber ich habe es jetzt aus Versehen schon zusammengemischt. Also da gibt es dann eine weiße und eine transparente Farbe und das schüttelt man dann und sprüht das Ganze mit diesem Sprühkopf hier auf seine Haare. Die Haare sollen entweder handtuchtrocken sein oder trocken. Und wenn man das Ganze in das handtuchtrockene Haar sprüht, dann sorgt das dafür, dass die Haare viel besser kämmbar sind. Sie riechen direkt so schön nach Kokos und das hält auch wirklich an und ist wirklich sehr angenehm. Ansonsten kann ich da optisch nicht wirklich einen Unterschied feststellen. Allerdings, wenn ich das Ganze auf meine trockenen Haare gebe und die Spitzen schon so ein bisschen trocken sind, weil ich die Haare eigentlich waschen müsste, dann gebe ich das sehr gerne in meine Haare und die Spitzen werden wieder richtig schön glänzend, gepflegt und frisch. Das sieht wirklich schön aus und dann hat man auch diesen tollen Kokosduft hier wieder in den Haaren. Und das Ganze hat, glaube ich, sogar auch einen Hitzeschutz, meine ich zumindest. Genau, Hitzeschutz bis 230 Grad, das heißt, wenn man das Ganze zum Beispiel direkt nach dem Haarewaschen aufträgt, dann ist man da auch direkt beim Föhnen geschützt. An diesem wunderschönen Haarreif hier konnte ich leider nicht vorbeilaufen. Ich finde ihn wirklich richtig schön mit diesen einzelnen Perlen. Das ist einfach ein Haarreif von Ebelin. Der hat 2,95 Euro gekostet. Ich habe extra das Schild aufbewahrt. Und den finde ich einfach so hübsch, um den einfach so in die Haare reinzustecken oder sich damit irgendwie eine andere Frisur zu machen oder Haare nach hinten. Der ist natürlich auch praktisch so zum Abschminken oder so. Bisher habe ich den noch nicht so im Alltag verwendet, sondern wenn dann nur so zum Abschminken, also um die Haare einfach mal schnell nach hinten zu machen. Aber ich finde, das ist wirklich so ein richtig hübscher Eyecatcher. Ich weiß nicht, ob es den jetzt schon länger gibt, aber ich habe ihn jetzt auf jeden Fall zum ersten Mal gesehen und musste ihn, wie gesagt, mitnehmen. Könnte vielleicht auch ein schöner Brautschmuck sein. Also ich glaube, das ist vielleicht ganz schön für so eine Brautfrisur. Dieses Rasiergel musste ich beim letzten Mal auch wieder mitnehmen. Das ist einfach wieder so eine Limited Edition von Balea. Und die heißt Summer Joy. Und die sollte nach Zitrone und Orangenblüte duften. Ich finde, es duftet wirklich nach Zitrone. Ich muss mal gerade dran riechen. Aber ich habe mir den Duft so ein bisschen ja, fruchtiger und auch vielleicht so ein bisschen süßlicher vorgestellt. Ich muss das nochmal gerade hier auf meine Hand auftragen. Na, ich habe es mir jetzt einfach hier auf den Händen verteilt. Und ich finde, der Duft ist wirklich nur so minimal und das stört mich so ein bisschen, weil ich finde, mein Hund möchte ins Drehzimmer rein, ich drehe das nur noch kurz fertig. Ich finde aber die Packung, die sieht so vielversprechend aus nach Sommer, nach einem tollen Duft und ich lasse mich immer von diesen Verpackungen leiten, weil ich so ein richtiges Verpackungsopfer bin. Vielleicht ist das auch einfach nur meine Vorstellung, die hier übertrieben hat, aber ich finde, dass der Duft leider zu dezent ist. Also ich habe mir da wirklich mehr von versprochen. Aber das Rasiergel ist natürlich wie immer top. Louis, komm! Hast du deine Haut mitgebracht? Wahnsinn! Ich habe den Louis jetzt gerade mal ins Zimmer gelassen. Der liegt hier immer rechts unter dem Tisch. Das ist irgendwie so sein Place to be. Und normalerweise bringt er nicht unbedingt was mit, aber jetzt hat er hier seine Haut mitgebracht. Ich finde das so fies. Das ist so eine Haut von einem Knochen gewesen. Der hatte so eine Füllung. Die Füllung hat er schnell gegessen und auch das meiste vom Knochen. Und jetzt ist hier noch dieses Stück Haut übrig geblieben und der liebt diese Haut. Das ist total witzig. Der findet die so interessant, aber er isst sie einfach nicht. Okay, die nächste Sache sieht ein bisschen komisch aus. Ich habe mir von Maybelline wieder so einen Augen-Make-up-Entferner mitgenommen. Ich finde die ja ganz, ganz toll. Aber so komisch sah der noch nie aus. Irgendwie hat sich die zweite Phase so ein bisschen separiert. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt so richtig sehen. Das ist wie, als wäre da so eine Wolke mit drin. Ja, ich glaube, das sieht man. Ist der jetzt schlecht oder so? Das ist aber, also das ist nicht normal. Ich schüttle ihn einfach mal. Ja, nach dem Schütteln sieht es dann normal aus. Vielleicht war es jetzt die Tage auch einfach zu heiß. Falls ihr wisst, was das gerade für ein Phänomen war, dann sagt mir gerne Bescheid, weil das ist ja wirklich noch eine neue Packung. Die habe ich noch nicht oft verwendet. Der kann gefühlt auch noch gar nichts dran sein, aber sah irgendwie
interessant aus. Naja, auf jeden Fall ist das hier für mich der beste Augen-Make-up-Entferner, weil der einfach keinen Fettfilm auf den Augen hinterlässt und die Augen wirklich zuverlässig abschminkt und insgesamt auch das ganze Gesicht. Und selbst wasserfeste Mascara kriegt man damit wirklich sehr, sehr gut entfernt. Ich mag ja die Produkte von Geek & Gorgeous insgesamt super gerne. Und da habe ich mir beim letzten Mal wieder zwei Favoriten nachgekauft. Einmal hier meine Happier Barrier Gesichtscreme. Die ist wirklich ganz toll. Die ist mit Squalan und die hat so eine etwas festere Konsistenz, lässt sich aber dann super schön auf der Haut verteilen. Die zieht schnell ein, versorgt die Haut richtig toll mit Feuchtigkeit und die Haut fühlt sich einfach nur richtig toll gepflegt an danach. Und was ich mir auch gekauft habe, ist das B-Bomb Serum. Das ist mit Niacinamid und das verwende ich für meine T-Zone, also für diesen Bereich hier so ungefähr. Und das Ganze soll einfach nur dafür sorgen, dass ich da keine Hautunreinheiten bekomme, weil wenn ich welche bekomme, dann kriege ich die am ehesten zwischen den Augenbrauen, auf der Nase oder rund um die Nase oder hier am Kinn oder hier in den Seiten und da trage ich das einfach überall auf. Ich verwende natürlich zuerst das Serum und danach die Creme, weil die Creme das Serum nochmal in der Haut versiegelt. Und damit habe ich auf jeden Fall eine sehr gute Pflege für mein Gesicht. Bei meinem letzten DM-Haul habe ich leider vergessen, Trockenshampoo zu kaufen und deswegen habe ich das nachgeholt. Also das habe ich mir jetzt vor kurzem gekauft. Ich mag ja sehr gerne von Balea die Trockenshampoos, eigentlich am liebsten die Sorte Soft Cotton und die Sorte Coconut irgendwas. Aber es gibt jetzt hier auch so eine Kopfhaut-Sensitiv-Sorte. Die ist parfümfrei und mit Panthenol und ich dachte mir, das wird vermutlich noch so ein bisschen weniger schlimm sein für den Körper und deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden. Ich brauche diesen Duft nicht unbedingt, weil den riecht man ja im Laufe des Tages sowieso nicht. Und ich finde die Packung hier auch ganz schön. Und vom Trockenshampoo her ist es auch super, genau wie die anderen Balea Trockenshampoos. Es gibt den Haaren ein gutes Fresh-Up und damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Habe ich heute übrigens auch benutzt. Also heute ist Haarwaschtag. Ich dachte, ich verwende aber erstmal noch Trockenshampoo, weil ich nämlich nachher noch zum Sport gehe. Und vorm Sport Haare waschen lohnt sich nicht so unbedingt. Es sei denn, man kommt nicht ins Schwitzen. Falls ihr euch schon gefragt habt, was ich heute auf den Lippen trage, das ist diese Kombination von Essence. Und zwar verwende ich sehr gerne von Essence den 8 Hour Matte Comfort Lip Liner in der Farbe 05 Pink Blush. Das ist so ein richtig schöner pinker Lip Liner. Der ist wirklich ganz toll intensiv. Der sieht auch auf den Lippen wirklich genauso aus wie der Stift selber. Manche Farben verändern sich ja irgendwie auf den Lippen und sind dann nicht mehr so pigmentiert. Ist hier gar nicht der Fall. Und diesen Lip Liner trage ich dann außen auf und verblende den noch so ein bisschen nach innen. Und dadurch kriegt man halt so einen leichten Barbie-Look. Und in Kombination mag ich dann gerne hier von Essence den Extreme Shine Volume Lip Gloss. Den habe ich jetzt hier in der Farbe 105 Flower Blossom. Die Farbe, die war wirklich super lange ausverkauft. Ich habe die Farbe jetzt zum Beispiel bei Rossmann gekauft. Das heißt, ich habe ein bisschen geflunkert. Ja, eine Sache habe ich nicht bei DM gekauft. Aber gut, die Produkte gibt es ja auch bei DM. Von daher ist das schon in Ordnung. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, diese Reihe hat ja eigentlich immer so einen Plumping-Effekt. Und ich habe auch noch einen Lipgloss in einer anderen Farbe. Der kribbelt gar nicht auf den Lippen, aber dieser hier, der kribbelt am Anfang wirklich sehr, sehr stark, hat aber für mich trotzdem keinen Effekt. Ich finde jetzt auch nicht, dass ich größere Lippen brauche oder sowas. Von daher, ist das für mich auch total in Ordnung. Ich würde ihn eher nicht mehr benutzen, wenn er meine Lippen jetzt vergrößern wäre, weil dann wäre es mir wieder ein bisschen was zu viel. Neue Wimpern habe ich mir beim letzten Mal auch noch gekauft und da kaufe ich immer die von Essence. Das sind die Lash to Impress und davon gibt es, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Ausrichtungen. Und ich mag zum Beispiel gerne die Bundle Single Lashes, das sind so einzelne Wimpernstränge. Aber am liebsten mag ich die Half Lashes, ich hole die mal gerade raus. Die kommen alle mit dem Kleber. Der Kleber ist auch super, der ist ausreichend, der hält wirklich bombenfest. Und das sind die Wimpern. Das sind wirklich nur so, halbe Wimpernbänder für außen und die sind recht dezent. Verlängern die Wimpern nach außen hin einfach nur so ein bisschen und sehen einfach super schön aus. Und ich habe jetzt zum Beispiel Pauls Schwester Probe geschminkt für ihre Hochzeit, weil ich da ihr Styling übernehmen werde. Und das ist eher so eine natürlichere Maus, die schminkt sich gar nicht so viel. Und wir haben mal diese Wimpern an ihr getestet. Und sie hat wirklich, also sie ist vom Typ ganz anders, sie ist dunkel und sie hat auch eine ganz andere Augenform.
und trotzdem sahen die Wimpern super schön bei ihr aus. Also das ist nicht typabhängig oder so, dass man jetzt spezielle Wimpern trägt oder so. Also bei ihr sah das auch richtig, richtig toll aus. Und deswegen, also die kann ich insgesamt sehr, sehr weiterempfehlen. Und sie war auch sehr begeistert davon. Da es letztens eine Rabattaktion bei DM gab, habe ich mir direkt zwei neue Augenbrauenstifte von NYX Cosmetics geholt. Da hole ich ja immer den Micro Brow Pencil in der Farbe Ash Brown. Den finde ich wirklich super, wollte ich euch einfach nochmal zeigen. Der hat ja so eine ganz schöne schmale Mine. Und damit kann man wirklich sehr, sehr, sehr präzise malen. Ganz egal, ob das jetzt Härchen werden soll, eine Vollzeichnung. Funktioniert wirklich alles einwandfrei. Ansonsten ist der wischfest, wasserfest und auf den kann man sich wirklich super gut verlassen. Und es gibt eine riesige Farbpalette. Also ich denke, da ist für fast jeden eine passende Farbe dabei. Und an der anderen Seite hat man hier noch so einen Kamm, mit dem man die Haare durchkämmen kann oder den Augenbrauenstift noch so ein bisschen aussmoken kann. Und ja, ist mein All-Time-Favorite Augenbrauenprodukt. Seitdem ich diesen Sonnenschutz hier gekauft habe, habe ich ihn euch jetzt auch öfter gezeigt. Das ist von Garnier Ambre Solaire der Super UV Sonnenschutz mit Hyaluronsäure. Der ist mit Lichtschutzfaktor 50 und wirklich ganz, ganz toll. Den kann man super unter Make-up auftragen, weil der hat eine sehr, sehr leichte Textur. Ich werde das einmal gerade hier so ein bisschen auftragen. Also ihr seht, der ist von der Konsistenz her sehr flüssig, das wollte ich euch damit demonstrieren. Und man kann ihn auch super einfach verteilen und der zieht super schnell ein, hinterlässt keinen öligen Film auf der Haut. Und deswegen ist er auch super unter Make-up, gibt einfach noch so ein bisschen Pflege dazu, weil der auch mit Hyaluronsäure ist. Und fühlt sich wirklich gut an und hat jetzt auch nicht so einen aufdringlichen Duft wie andere Sonnencremes zum Beispiel. Also ist er wirklich recht neutral. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das parfümfrei ist. Ich gucke mal gerade, ob hier irgendwas dazu steht. Zum Thema Parfüm steht hier leider nichts drauf, aber falls es parfümiert ist, dann wirklich nur sehr, sehr leicht, weil ich bekomme da jetzt wirklich nicht viel von mit. Und ja, das ist wirklich ein ganz toller Sonnenschutz aus der Drogerie und bisher der beste, den ich getestet habe. Und deswegen verwende ich den jetzt auch so seit einem Monat ungefähr jeden Tag. Vorher habe ich immer von La Roche-Posay das Antelios 50 Plus verwendet. Damit war ich auch super zufrieden. Und das ist so das erste Produkt, was für mich da dran kommt und dem Ganzen so ein bisschen Konkurrenz macht. Das ist auch noch günstiger und für mich auch einfacher zu bekommen in der Drogerie, weil das La Roche-Posay, das ist in der Apotheke ziemlich teuer. Deswegen habe ich das immer online bestellt. Und so kann ich einfach zum nächsten DM laufen und es einfach schnell kaufen. Zuletzt sind bei mir irgendwie alle Bodylotions leer gegangen, sodass ich jetzt nur noch diese eine hier zu Hause habe. Das ist von Balea die Cremeöl-Bodylotion mit Arganöl und Kirschduft. Die hat einen Ölanteil von 40%. Ich mag diese Bodylotions von Balea insgesamt super gerne. Die sind sehr schön pflegend. Und das ist jetzt einfach mal eine andere Duftrichtung. Ich finde auch, dass die Packung richtig hübsch aussieht. Und ich gebe mir jetzt nochmal was hier auf die Hand. Weil es duftet nämlich, wenn man sich eincremt, so leicht nach Kirsche, aber nicht so aufdringlich, sondern wirklich angenehm und auch nicht so unnatürlich, als wäre es jetzt irgendwie so ein Kirsch-Sahne-Bonbon oder so, sondern es riecht wirklich so, ja, einfach nach Kirsche und vielleicht noch nach so einer Art Nivea-Creme, keine Ahnung, ist schwierig zu beschreiben, aber ich mag den Duft sehr gerne, vor allem jetzt für den Sommer und creme mich damit jedes Mal nach dem Duschen ein. Und dafür, dass das Ganze einen Ölanteil von 40% hat, zieht diese Bodylotion auch wirklich schön und schnell ein. Also ihr seht, meine Haut, die glänzt jetzt noch so leicht, aber das ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie fühlbar Öl drauf ist oder so. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Bodylotion. Die würde ich definitiv nochmal kaufen. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen und fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.